Ich halte in meinen Händen die Erstausgabe des erfolgreichsten Sachbuchs der Nachkriegszeit in den Händen. Günter Wallraff ganz unten hat mir das Buch auch signiert. Die Geschichte um dieses Buch und was alles drum passierte, war eines der aufregendsten Ereignisse meines Verlagslebens in 30 Jahren Kiepenheuerwitsch. Der 21. Oktober 1985 war der Erstverkaufstag von ganz unten. Vorher hatte der Verlag alles generalstabsmäßig geplant. Nur wenige waren eingeweiht in den Inhalt. Unsere Verlagsvertreter wussten nichts über den Inhalt und hatten 170.000 Exemplare in den Buchhandel rein verkauft. Der Verlag hatte einen Vorabdruck mit dem Spiegel abgesprochen und eine eigene Sendung mit Report Baden-Baden unter der Moderation von Franz Alt vereinbart, was am 22. Oktober, also dienstags, ausgestrahlt wurde. Dann geschah etwas, was ich nie mehr wiederholen sollte. Die Buchhandlung Atlantis in Duisburg hatte 250 Exemplare eingekauft, weil sie irgendwie gehört hatten, dass das Buch auch in Duisburg spielte. Um 9 Uhr öffnete die Buchhandlung ihre Pforten und um 11 Uhr hatte sie kein Exemplar mehr und rief mich an: Herr Joppich, wir brauchen unbedingt 500 weitere Exemplare. Und dann passierte etwas, was unglaublich war. Wir waren nur zu zweit im Vertrieb, meine vor einigen Jahren verstorbene Kollegin Marlene Flecke und ich. Und wir haben vom 21. Oktober bis zum 31. Dezember 1985 1,8 Millionen Exemplare verkauft. Es war wie ein Run, es gab keine technischen Hilfsmittel wie Fax oder Handy, sondern nur Telefax und Telefon. Wir haben von 8 bis 10 im Verlag gesessen, gearbeitet. Es war wie im Rausch. Kollegen, Helge Malcho zum Beispiel, versorgte uns mit Sekt und Pizza. Und die Buchhandlung Hugendubel am Marienplatz teilte mir mit, dass sie im Weihnachtsgeschäft an 3 Kassen Wallraff verkauft haben und im Höhepunkt dieser Zeit alle 12 Sekunden einen Wallraff verkauft haben. Nebenbei habe ich dann auch noch, nebenbei hört sich gut an, hauptsächlich auch noch die Lesungen organisiert damals und bin mit Günter Wallraff durch die Lande gezogen. Es waren gefüllte Säle mit bis zu 4.000 Menschen und das hörte dann nicht auf. Es ging ja 1986 weiter und mittlerweile hat das Buch ja 4 Millionen Exemplare Auflage erreicht. Es war ein grandioser Erfolg, nicht mehr zu wiederholen, aber für mich noch unglaublich. Ich habe alles wie einen Film noch vor mir, wie wir das zu zweit im Vertrieb, natürlich mit Hilfe der Vertreter und im Hause auch mit Unterstützung, das damals geschafft haben. Für den Buchhandel war das ein irrer Umsatzrausch, aber auch die politische Seite war sehr erfolgreich, denn das Buch hat einiges bewirkt.